Ja, wenn es um die Rettung des deutschen Spargels geht, dann kann deutsche Politik trotz Corona-Krise eine erstaunliche Schnelligkeit an den Tag legen. Ab dem 25. März durften, um die Corona-Pandemie einzudämmen, keine Erntehelfer mehr einreisen. Doch nur 8 Tage später die Nachricht, Erntehelfer dürfen jetzt doch einreisen. Per Spargel-Luftbrücke wurden sie kurzerhand eingeflogen, zum Beispiel aus Polen oder Rumänien. Doch sind die Arbeitsverträge zwischen Spargelbauer und Erntehelfer ebenso erste Wahl, wie es der Spargel auf unserem Teller gerne sein soll? Recherchen von Alexander Bühler, Ulrich Neumann und Edgar Verheyen. Es war beinahe eine Luftbrücke, die da in den vergangenen Wochen von Rumänien nach Deutschland eingerichtet worden war. Die deutschen Landwirte hatten um Hilfe gerufen, die Bundesregierung hatte Erntehelfer geliefert. Anfang April betont die Ministerin, die Anzahl ausländischer Saisonarbeitskräfte auf das notwendige Maß zu beschränken, aber auch klar zu sagen, wir brauchen sie. Doch seit sie hier sind, häufen sich Beschwerden. Erntehelfer beklagen sich über die schlechte Bezahlung und das Verhalten einiger Landwirte. Einen der Betroffenen treffen wir bei Berlin. Der Pole hat auf einem Gemüsehof in Sachsen-Anhalt gearbeitet. Er erzählt, der Geschäftsführer habe Mengenvorgaben verordnet, die jeder Erntehelfer zu liefern gehabt hätte. Wir wurden gezwungen, mehr zu sammeln, mehr zu ernten, also eine Norm einzuhalten. Wer das meiste erntet, ist besser dran. Wer es nicht schafft, wird entlassen. Was den Lohn anbelangt, so wurden uns 10 Euro versprochen. Rausbekommen habe ich dann 6,25 Euro. Das ist deutlich unter dem deutschen Mindestlohn von 9,35 Euro die Stunde. Immer mehr solcher Vorwürfe werden laut. Sergio Lopate vom Berliner Beratungszentrum Migration und gute Arbeit kümmert sich seit einigen Tagen um eine Gruppe von 15 Rumänen. Er besucht sie auf einem Spargelhof. Zuvor waren sie in der Spreewaldregion beschäftigt. Dort hatten sie sich geweigert, weiterzuarbeiten. Sie schildern ihre Eindrücke. In Rumänien war uns gesagt worden, dass wir für den deutschen Mindestlohn in der Firma arbeiten können und nur wenig für die Unterkunft zu zahlen hätten. Von mindestens 3.000 Euro Monatslohn war die Rede. Als wir hier ankamen, hieß es, wir müssten die Flugkosten zahlen oder mindestens 5 Monate bleiben. Wir merkten schon nach wenigen Tagen, dass wir nur Schulden hatten und kein Geld bekamen. Dann haben wir uns geweigert, weiterzuarbeiten. Wir treffen Sergio Lopate noch einmal. Er hat den Fall geprüft und ihm liegt auch der Arbeitsvertrag vor, mit dem die Erntehelfer, so sagt er, in Rumänien geködert worden seien. Es würde in Rumänien zum Beispiel ein Arbeitsvertrag vorgelegt, wo 30 Stunden vorgeschrieben würde und eine Entlohnung von 9,35 Euro pro Stunde. Der Vertrag war auf ein Vierteljahr befristet. Wir fahren nach Münster und bitten den Arbeitsrechtler Professor Peter Schüren, den Vertrag für uns zu prüfen. Seine Einschätzung eindeutig. Also der Vertrag ist offensichtlich eine Lachnummer, weil es niemals irgendeinen Erntehelfer gegeben hat, der eine Wochenarbeitszeit von 30 Stunden hatte. Dazu kommt keiner nach Deutschland. Das riecht danach, dass man mit der Arbeitszeit manipulieren will. Die Arbeitszeit wird dann nicht genau erfasst oder wird überhaupt nicht erfasst. Und am Schluss, wenn man sich streitet, heißt es, ja, Sie haben einen 30-Stunden-Vertrag und den Mindestlohn für 30 Stunden haben Sie doch bekommen. Wiedersehen. Hier habe der Arbeitsvertrag keine Rolle mehr gespielt, sagt der Berater. Als die hier ankamen, dann würde denen erklärt, dass die werden 70 Cent pro Kilo bekommen. Es würde gar nichts erwähnt, dass die nach, also diese 9,35 Euro pro Stunde bekommen, also nur als Akkordlohn. Ein Akkordlohn von 70 Cent pro Kilo Spargel als Lohn. Um damit auf den Mindestlohn zu kommen, hätten die Arbeitskräfte 13 Kilo Spargel in der Stunde ernten müssen. Kaum zu schaffen unter diesen erschwerten Corona-Bedingungen. Was meint der Arbeitsrechtler dazu? Das ist ein bekannter Trick. Der Mindestlohn ist bei uns zwingend. Also durch solche Pseudo-Akkordgeschichten kann man den Mindestlohn bei uns nicht unterlaufen. Das ist Punkt illegal. Gerne hätten wir gehört, was der Landwirt dazu zu sagen hat, wollen ihn mit den Vorwürfen konfrontieren. Doch zu einem Interview ist er nicht bereit. Auch eine schriftliche Anfrage lässt er unbeantwortet. Seit 3 Wochen steht die Erntehelfer-Luftbrücke. Mehr als 10.000 sind bereits gekommen, weitere sollen folgen. Doch die Beschwerden von Erntehelfern über die Arbeitsbedingungen auf den Höfen häufen sich. Der Redaktion liegen mittlerweile Berichte aus mehreren Bundesländern vor.
Die gewerkschaftliche Vereinigung Fairer Mobilität berichtet von zunehmenden Verstößen. Erntehelfern würden Flüge in Rechnung gestellt. Mindestlohnverstöße durch Mengenvorgaben seien häufig. Ein zu hoher Abzug von Unterkunfts- und Verpflegungskosten würde beobachtet. Auch beim gewerkschaftsnahen PECO-Institut in Berlin fragen wir nach. Hier untersucht Thomas Henschel seit Jahren die Lage der Erntehelfer. Zur aktuellen Situation liegen ihm ebenfalls Befunde vor. So haben wir also in den letzten Wochen festgestellt, dass da sehr viele Verstöße sind im Bereich Hygiene, im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wenn sich die Corona-Situation so weiter fortsetzt, also diese ganzen Beschränkungen, wird das dann auch schwierig, entsprechend ihren gerechten Lohn dann auch zu erhalten. Beim Spreewälder Spargelbauern hatte die Geschichte inzwischen Konsequenzen. Am vergangenen Donnerstag durchsuchte der Zoll die Geschäftsräume. Die Vorgänge werden jetzt aufgeklärt, sagt die zuständige Zollbehörde. Das Bundeslandwirtschaftsministerium, mit den Fällen konfrontiert, teilt mit, man wolle Einzelfälle nicht kommentieren. Arbeitsrechtler Professor Schüren dagegen fordert stärkeren arbeitsrechtlichen Schutz. Es wäre halt Zeit, politisch Druck zu machen und politisch was zu ändern, damit jetzt zwingend Arbeitszeiterfassung kommt, wenn der erste Bauer 100.000 Euro Bußgeld bezahlt hat und 200.000 Gewinnabschöpfung, dann kommt das nicht mehr vor. Doch eine Erfassung der Arbeitszeit wird derzeit kaum überprüft. Und solange wird die Ausbeutung vieler Erntehelfer weitergehen.